Hey und herzlich willkommen zum neuen Orakel hier bei mir, Herz und Seelentarot. Heute gibt es natürlich wieder einen Blick auf diese Woche. Was kommt in dieser Woche auf uns zu? Und ich beginne mit den Linnemont-Karten erstmal auf eine Neuerlegung zu schauen, um erstmal zu schauen, was sind die allgemeinen Impulse, was ist wichtig zu wissen, was dürfen wir erfahren in dieser Woche. 9 Karten bitte. Eine Botschaft für meine lieben Zuschauer, eine Botschaft vom Universum, von der geistigen Welt für uns alle. Zunächst mal die Wege. Dann die Karte der Schlange. Und dann die Karte der Herr. Also das ist dementsprechend dein Gegenüber, falls du ein Gegenüber hast. So, wie geht es jetzt weiter? Was ist aktuell wichtig? Dann als nächstes, in der nächsten Reihe, haben wir hier den Bär. Also eine weitere mögliche männliche Person als Tendenz. Aber da gibt es natürlich noch gleich die größere Deutung dazu. Dann auch hier Unklarheiten, Sorgen mit den Wolken. Und dann die Karte der Park. Die letzte Reihe bitte jetzt noch. Eine letzte Reihe, eine Botschaft. Was kommt diese Woche auf uns zu? Dankeschön. An der Unterseite haben wir hier die Karte das Herz. Also es geht vielleicht auch generell um die Liebe, um Gefühle und um Zuneigung. Zuneigung auszudrücken und zu erkennen, was wichtig ist. Was sehen wir hier noch? Wir haben hier jetzt noch die Fische-Karte. Dann die Botschaft. Wahrscheinlich werden sich die meisten darüber freuen. Die Nachricht. Der Brief. Und das Schiff. Also generell geht es jetzt hier erstmal darum, wenn du einen Gegenüber hast, der noch gebunden ist, dann geht es hier natürlich darum zu erkennen, ja, diese Verbindung wird jetzt nochmal wichtig werden. Da werden wichtige Entscheidungen getroffen. Wichtige Entscheidungen werden in dieser Verbindung getroffen in Bezug auf deinen Gegenüber, auf sein Umfeld, auf sein äußeres Umfeld. Vielleicht haben wir hier auch noch ein Vater- und Mutter-Thema. Was wichtig ist, was hier beeinflussend da liegt. Ja, es ist hier ganz, ganz klar zu erkennen, das ist eine Energie, wo es nochmal darum geht, Unklarheiten zu bereinigen. Eine wichtige Entscheidung muss getroffen werden, also eine wichtige Entscheidung, wie der Weg weitergeht. Kurzfristig könnten immer wieder auch Verstrickungen und Umwege geschehen, entweder bei dir selbst in Bezug auf dein Gegenüber, oder auf Entscheidungen da in die Richtung, aber generell könnte es auch insgesamt in der Verbindung immer mal wieder so on und off hin und her geben. Und ich sehe aber trotzdem auch hier, ist trotzdem eine Verbundenheit vorhanden, eine Sehnsucht zueinander ist da. Hier liegt auch ein Treffen, hier liegt auch eine Art der Einladung, Gespräche. Falls es lange keine Gespräche mehr gab oder falls die Gespräche zwischen euch auch immer wieder so mit Triggern waren oder unsicher waren, die Gespräche, dann sehe ich hier, kommt Klärung in diese Gespräche oder durch diese Gespräche. Und möglicherweise ist es auch, dass dein Gegenüber, der sich ja hier auch zeigt, etwas eifersüchtig ist. Oder auch du dich eifersüchtig zeigst in Bezug auf dein Gegenüber, weil vielleicht noch eine weitere weibliche Person vorhanden ist. Doch ich sehe hier natürlich, für dich ist es wichtig, auf dein Herz zu hören. Spüre in dein Herz hinein, höre nicht nur auf die Gedanken, sondern erkenne auch, ist es jetzt wichtig, eben die Wolken, die Unklarheiten die ganze Zeit da zu haben oder wieder mehr aufs Herz zu vertrauen. Gefühle sind hier da. Ich nehme auch noch die Karte, die hier noch darunter liegt. Ja, also es kommt hier dennoch auch zum Glück, definitiv. Diese Kombination wäre die Liebe des Lebens. Der Baum und das Herz ist erstmal eine Tendenz einer Liebe des Lebens. Auch wenn es hier noch äußere Faktoren gibt, die auch davon sprechen, dass vielleicht auch dein Gegenüber noch eifersüchtig ist.
auch dein Gegenüber vielleicht noch Ängste hat in Bezug auf dich und andere männliche Personen und denkt, ja, vielleicht hast du schon jemand anderen. Das heißt natürlich auch, er ist noch nicht hundertprozentig in seinem Selbstwert. Ne? Die Selbstwertenergie ist noch nicht so hoch, beziehungsweise das Vertrauen und die Kraft, auch den Gefühlen zu vertrauen, ist noch nicht so weit. Denn hier sind noch viele Sorgen, unnötige Sorgen, die man eigentlich macht. Und deshalb, wenn das jetzt keine andere weibliche Person ist, ne, geht es auch um diese verstrickten Energien, immer wieder so in Kreisläufen zu gehen. Immer wieder auch irgendwie, ja, vielleicht einfach die Dinge nicht zu verarbeiten, nicht zu bearbeiten. Dennoch sind hier starke Gefühle da. Auch wenn es im Außen so aussieht, ja, harte Schale, aber trotzdem, hier ist eine sehr sensible Seele da. Jemand, der vielleicht auch aufgrund der Vergangenheit nicht direkt alles von sich preisgibt. Vielleicht ist diese Verbindung auch eher nur über Social Media oder nur mit Nachrichten über WhatsApp oder Social Media möglich. Das heißt, hier ist eine Verbindung auch angesprochen, die so ein bisschen vielleicht weiter weg voneinander ist und wo hier aber definitiv Gespräche wiederkommen. Zumindest mindestens Nachrichten. Falls lange keine Nachrichten mit deinem Gegenüber da waren, wirst du jetzt erfahren, was hier los ist, wie der Weg zwischen euch weitergeht. Hier kommen Nachrichten auch auf jeden Fall auf dich zu. Auch wenn es gerade so scheint, als wenn diese Nachrichten nicht kommen. Doch, sie sind schon in Bewegung. Es dauert nur noch ein Stück. Es dauert ein kleines Stück, aber trotzdem sind hier schon Nachrichten in dieser Woche zu erkennen. Und wichtig ist nur, dass jeder von euch Zuschauern, aber auch natürlich vom Gegenüber, langsam mal diese Unklarheiten aufräumt. Ne, dieses Gedankenkarussell, ewig in den Gedanken verstrickt zu bleiben. Das muss hier noch in die Heilung kommen, das muss hier in die Öffnung kommen. Auch die Gefühle, die verborgen werden, dürfen jetzt in die Öffnung gehen. Das heißt, Gefühle dürfen an die Oberfläche kommen und man darf mal mutig sein und dem Herzen auch trauen, einen Herzensweg zu gehen und Schritte auch unternehmen, die vielleicht auch mal ein bisschen Mut erfordern. Der eine oder andere benötigt das wohl. Und wichtig vor allem, weil hier sehr, sehr viel männliche Aktivitätsenergie ist, ist es natürlich auch zu erkennen, dass, also das könnte übrigens auch ein Chef sein, also eine andere männliche Person, ein Kollege oder sowas. Es geht darum, dass, ja, das männliche Kollektiv aufgefordert wird, in Bewegung zu gehen. Das heißt, natürlich auch diejenigen unter euch, die vielleicht auch sogar männlich sind, die dürfen natürlich auch mal überlegen, wo kann ich selbst in Bewegung gehen? Es geht natürlich auch darum, deine eigene Kraft zu haben, selbst deinen Weg bestimmt zu gehen. Und wenn hier auch berufliche Aktivitäten sind, berufliche Veränderungen, vielleicht neue Verträge oder ähnliches, dann ist das hier auch auf jeden Fall auf einem guten Weg, beziehungsweise diese Sorgen, die auch lange Zeit da waren, beruflich, finanziell, diese lösen sich. Und es wird hier einer langfristigen Entwicklung entgegengehen. Also hier kommt eine Entwicklung, wo auch ein langfristiger Vertrag möglich ist, eine langfristige Arbeitsstelle möglich ist, aber wie gesagt auch in Bezug auf die Liebe. Die Sehnsucht wird stärker, der Wunsch nach Kontakt miteinander ist da. Es kann sogar sein, dass eine Art Liebesbrief kommt, eine Art Gespräch so miteinander zu führen. Okay, um da jetzt mal noch hereinzuschauen, weil hier gibt es ja schon viele Impulse in Bezug auf die Liebe, werde ich jetzt noch einmal mit den Engel der Liebe Orakel schauen. Was darf ich da noch wissen? Was darf ich hier noch in Bezug auf die Liebe für diese Woche wissen? Oder für diese aktuelle Zeit? Das sind ja immer Momentaufnahmen. Das heißt, wenn du das Video zu einem anderen Zeitpunkt siehst, ist es natürlich auch deine Legung. Du darfst jetzt erkennen, gib dir Mühe. Die große Liebe ist es wert, dass du deiner inneren Führung folgst und entsprechende Schritte unternimmst. Ja, das, was ich gesagt habe, mutig werden, Dinge aussprechen. Das Halschakra blockiert gerade bei mir. Das heißt, mutig zu werden, ne? Man will es vielleicht, aber man hat noch Angst davor. Man steht hier vor dieser Weggabelung. Soll ich das machen oder nicht? Soll ich diesen Weg gehen auf sie zu oder nicht? Ne? Oder auf ihn zu? Soll ich das tun oder nicht? Was ist, wenn irgendwas Negatives mich erwartet? Ne? Dieses Wenn und Aber, was es wäre, wenn, hätte, geschehen, können und, ne? Ja, du darfst ohne Angst lieben. Die Angst
mach dir oder deinem Gegenüber vielleicht auch noch einen Schritt dazwischen. So ein Strich durch die Rechnung, also irgendwie, ne, hemmt es noch, aber mach dein Herz auf, ne? Herzöffnung habe ich ja eben auch schon genannt, um alle Energien zu geben und zu empfangen. Aber geben und empfangen natürlich im Gleichgewicht. Das ist ganz, ganz wichtig, auch in der Liebe. Doch du darfst dein Herz öffnen, ohne Angst lieben. Und auch dein Gegenüber darf natürlich sich jetzt auch Mühe geben und entsprechende Schritte unternehmen, weil man merkt hier definitiv, eine Sehnsucht ist da, der Wunsch vielleicht, sich wiederzusehen, zu treffen, miteinander zu sprechen, Gefühle zu offenbaren, das ist schon da, aber es kommt jetzt Stück für Stück erst in den Fluss, also es kommt langsam in die Bewegung. Das ist die Botschaft für heute, die aktuelle Botschaft für diese Woche, für diese aktuelle Zeit. Und ich wünsche dir jetzt einen wundervollen Tag. Alles, alles Liebe. Wenn du nichts mehr weiter hier auf meinem YouTube-Kanal verpassen möchtest, dann abonniere doch gerne meinen Kanal und lass gerne auch ein Like oder einen Kommentar da. Das freut mich natürlich auch sehr, sehr doll. Und wenn du Interesse hast an einer persönlichen Beratung, an einer persönlichen Kartenlegung besser gesagt, dann kontaktiere mich sehr, sehr gerne per WhatsApp, E-Mail oder über meine Webseite. Alles, alles Liebe und ich melde mich natürlich schnellstmöglich bei euch allen.